Die Firma Bettenwelt gehört zum international tätigen Jüss-Konzern. Die Produktvielfalt reicht von der Matratze über Dekoartikel bis hin zu Gartenmöbeln. Unser Logistikzentrum hier am Standort Zarrentin befindet sich auf einem Grundstück mit der Größe von 181.000 Quadratmetern. Das entspricht ca. 30 Fußballfeldern. Wir haben ca. 130.000 Palettenplätze und bevorraten hier 7.000 bis 8.000 Artikel. Wir beliefern hauptsächlich 430 Filialen des dänischen Bettenlagers in Deutschland. Daneben werden Großkunden in Nord- und Osteuropa beliefert, sowie Endkunden über den Internetversand. Das stetige Wachstum des dänischen Bettenlagers hat uns als Logistikdienstleister herausgefordert. Dies hat dazu geführt, einen Lagerneubau in Erwägung zu ziehen. Noch im vergangenen Jahr hatten wir bis zu 85.000 Quadratmeter Lagerflächen hier in der Region dazu gemietet. Heute, nach 3 Ausbaustufen, sind wir wieder in der Lage, ohne zusätzlich angemietete Lagerflächen unsere Dienstleistungen zentral hier vor Ort durchzuführen. Dem neuen Hochregallager sei Dank. In Zahlen ausgedrückt entladen wir jährlich 6.000 Ladungen in 2 Schichten und bewegen somit rund 240.000 Paletten im Wareneingang. Nach der Wareneingangsprüfung der Ware sorgen wir dafür, dass die lose Ware auf geeignete Ladeträger gepackt wird. Die Elektropalettenbahn stellt die Verbindung zwischen Warenein- und Warenausgang und dem automatischen Hochregallager her. Die Auswahlkriterien für eine Elektropalettenbahn waren Schnelligkeit, Lautlosigkeit, Flexibilität. In unserem Hochregallager sind 14 Regalbediengeräte mit 36 Meter Höhe im Einsatz. Diese 14 Regalbediengeräte bedienen 78.000 Euro Palettenplätze. Die Kommissionierung erfolgt mit Pick by Voice. Die Mitarbeiter werden per Stimme zum Lagerplatz geführt und entnehmen die entsprechende Menge. 600, 1, okay. Der große Vorteil besteht darin, beim Kommissionieren der Ware beide Hände frei zu haben. Paletten werden automatisch für die Kommissionierung im Stollen durch die Regalbediengeräte bereitgestellt. Das Regalbediengerät öffnet und schließt selbstständig die Stollentore. Wird ein Ladeträger in das Kommissionierfach gestellt, erfolgt dies mit verminderter Geschwindigkeit, mit Freiraumüberwachung. Und das Fach wird zusätzlich durch das Regalbediengerät ausgeleuchtet. Die Beladung der Kundenpaletten erfolgt durch unsere Spedition. Täglich verlassen ca. 50 Lkw-Ladungen unser Logistikzentrum in Richtung Kunden. Die Planung, Realisierung und Inbetriebnahme des neuen Hochregallagers erfolgte ohne Störungen des Tagesablaufes durch die gute Zusammenarbeit mit den IWL-Mitarbeitern. Die IWL AG hat uns in allen Phasen des Projektes begleitet. Von der Planung bis hin zur Inbetriebnahme wurden wir professionell von den IWL-Mitarbeitern unterstützt. Wenn es um ein neues Projekt in der Logistik geht, werden wir die IWL AG gerne wieder beauftragen.